zivile Komponenten für Kriegsführung. Also hier wird völlig mit den Begriffen um sich geworfen. Wir brauchen eine zivile Komponente, aber wir werden sie für Krieg einsetzen. Also wir können hier durchaus sehen, was für eine seltsame Alice im Wunderland-Logik hier zum Einsatz kommt. Außerdem wird uns ja in Europa und auch anderswo, denn die Vereinten Nationen und ähnliche Gruppierungen stecken ja alle mit im Boot. Und es das heißt, der normale Zivilbürger muss definitiv entwaffnet werden. Der Bürger hat kein Recht, Schusswaffen zu besitzen und diese zu gebrauchen, um sich und seine Familie zu verteidigen. Und die Argumentation ist, da wir eine strikte Trennung haben zwischen Militär und Bevölkerung. Nun, laut Statistiken hatten wir im Ersten Weltkrieg einen toten oder zehn tote Soldaten auf einen toten Zivilisten im Krieg. In letzter Zeit hat sich das fast auf den Kopf gedreht. Wir haben 9 bis 10 tote Zivilisten auf jeden sterbenden Soldaten. Also Kriege beziehen immer die Zivilbevölkerung mit ein. Es hat immer eine zivile Komponente und dieses Argument zur Entwaffnung der Bürger ist völliger Schwachsinn. Wer sich ein wenig mit militärischer Kriegsführung und Bürgerkriegsführung auskennt, weiß, dass das ein absolut falsches Argument ist. Also erst wollen sie uns als Bürger entwaffnen und sagen dann auch, oh, wir brauchen doch eine zivil-militärische Komponente und wir beziehen alles mit ein. Was haben wir gesehen in den Vereinigten Staaten? InfraGuard. Ich hatte es letzte Sendung erwähnt im Zusammenhang mit dieser WikiLeaks-Geschichte. Das FBI, die Bundespolizei, vergleichbar mit dem deutschen BKA, Bundeskriminalamt. Das FBI schuf ein Programm und man rekrutierte heimlich Zehntausende Führungsfiguren in der Wirtschaft, also Leute, die in Unternehmen wichtige Positionen bekleiden. Man rekrutierte sie für den Heimatschutz und sagte, wenn die Regierung das Kriegsrecht verhängt, seid ihr unsere Augen, unsere Ohren, ihr seid unser verlängerter Arm, ihr könnt für Kontrolle sorgen. Und ihr dürft auch, so heißt es, von einigen Quellen, ihr dürft auch von der Schusswaffe Gebrauch machen, ihr dürft legal, staatlich sanktioniert Leute erschießen, wenn es sein muss. Und wir sahen auch von der CDU-CSU-Fraktion, das Ganze ist jetzt zwar ein SPD-Papier, aber die Agenda macht sowieso jemand anderes. Die CDU-CSU hatte ein Programm vor wenigen Jahren, das ich vielleicht auch nochmal rauskramen werde, in dem es hieß, wir brauchen diese zivil-militärische Komponente, wir brauchen diese Zusammenarbeit für die Infrastruktursicherung. Also exakt das, was hier global vorgegeben worden ist. Also die Europäische Union bestimmt auch über unser ziviles Leben. Eigentlich soll ja ein Staat, den wir mit Steuergeldern finanzieren, nur die Aufgaben übernehmen wie innere und äußere Sicherheit. Da heißt es hier, wenn ihr Beispiele genannt für angeblich erfolgreiche EU-Missionen in Mazedonien, die Operation Concordia 2-3 unter Führung der EU. Sie leistete einen wichtigen Beitrag zur Befriedung des Landes. Dann der erste autonom geführte EU-Einsatz war die Mission Artemis, auch 2003, deren Ziel die Stabilisierung der kongolesischen Unruheprovinz Bunia war. Ich meine, wie lange hat die CIA ihr Unwesen getrieben im Kongo? Man wollte Patrice Lumumba vergiften mit Zahncreme. Barack Obamas Familie, wir hatten die Artikelserie auf infokrieg.tv, Barack Obamas Familie, mindestens eine Generation, eigentlich 2 Generationen rückwärts, war in Geheimdiensten und arbeitete für Geheimdienste oder deren Frontorganisationen. Da gab es dann Leute, die, also der Schwiegervater und der Vater und die Mutter und alle Leute aus Barack Obamas Familie, alle wichtigen Mitglieder, arbeiteten für die CIA, die Weltbank, Frontorganisationen und destabilisierten andere Länder. Und es ging nicht wirklich in erster Linie um Kommunismusbekämpfung, sondern hauptsächlich um die Bekämpfung von unabhängigen Staaten. Dann heißt es hier, in Bosnien-Herzegowina übernahm die EU 99 die Führung der Mission Althea, die das S4-Mandat der NATO ablöste, also die neue Weltordnung im Balkan. Und dann im Herbst 2006 sicherte die Europäische Union mit der Mission EUFOR-RD Kongo im Kongo die ersten freien Wahlen seit über 40 Jahrzehnten Jahren ab.
Also uns wird hier eine scheinbare Erfolgsstory verkauft. Und mit der Schaffung der Europäischen Verteidigungsagentur haben die EU-Mitglieder ein wesentliches Vorhaben aus dem Verfassungsvertrag vorgezogen. Die neue Agentur soll Rüstungsplanung, Beschaffung und wehrtechnische Forschung in Europa besser aufeinander abstimmen und vereinheitlichen. Es gibt eine Beistandspflicht. Im Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates müssen die anderen Mitgliedstaaten nach Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung leisten. Dies lässt den besonderen Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten unberührt. Der Verfassungsvertrag für Europa enthielt eine Sonderklausel, die Union und ihre Mitgliedstaaten handeln gemeinsam im Geiste der Solidarität, wenn ein Mitgliedstaat von einem Terroranschlag, einer Naturkatastrophe oder einer vom Menschen verursachten Katastrophe betroffen ist. Die Union mobilisiert alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel, einschließlich der ihr von den Mitgliedstaaten bereitgestellten militärischen Mittel, um terroristische Bedrohungen abzuwenden, die demokratischen Institutionen und die Zivilbevölkerung vor etwaigen Terroranschlägen zu schützen, im Fall eines Terroranschlags einen Mitgliedstaat auf Ersuchen seiner politischen Organe innerhalb seines Hoheitsgebietes zu unterstützen und im Falle einer Naturkatastrophe oder einer vom Menschen verursachten Katastrophe einen Mitgliedstaat auf Ersuchen seiner politischen Organe innerhalb seines Hoheitsgebietes zu unterstützen. Die Solidaritätsklausel wurde bereits aktiviert, nämlich nach den Terroranschlägen in Madrid im März 2004, in dem Film Terror Storm, den wir deutsch vertont haben. Man findet ihn auf unserer Seite InfoKrieg.tv. Wird auch dieser Terroranschlag angesprochen. Es deutet auch wieder alles auf einen Inside-Job. Aber es heißt, diese Klausel ist bis zu einem Inkrafttreten der europäischen Verfassung nur politisch, nicht aber rechtlich bindend. Inzwischen haben wir den Vertrag von Lissabon. Ist das nicht interessant? Ein Establishment wartet nur auf einen Terroranschlag, um alle möglichen Truppen in der EU aufmarschieren zu lassen. Das heißt, man schickt deutsche Truppen nach Frankreich oder nach Rumänien, man schickt rumänische Truppen nach Deutschland. In einem Interview mit dem Verfassungsexperten Professor Schachtschneider habe ich ihm die Frage gestellt vor 2 Jahren: Was ist mit diesem Bündnisfall? Können rumänische Soldaten aufmarschieren in Deutschland mit Waffen, mit Fahrzeugen, mit Panzern? Und seine Antwort lautete: Ja, das kann uns durchaus blühen. Wir sehen exakt das Gleiche wie in den USA. NORTHCOM kann und tut es auch mittlerweile schon, kann Truppen aufmarschieren lassen. Und es hieß am Anfang in einer Publikation von der Army, es geht nur um Sicherung bei Naturkatastrophen, wir bauen dann, was ich, Sandsäcke und auf und so weiter. Aber es hieß dann auch, eigentlich sind wir auch zur Unruhebekämpfung im Einsatz und wir können eben diese Aufstände niederschlagen. Also man wartet auf die Militarisierung der Europäischen Union. Den Bündnisfall, den Notstand, den Terrorfall. Und die Europäische Union, insbesondere die Gladio-Zellen, sind ein Beispiel, ein bekannteres Beispiel für elitären Terror. Geheime Zellen, die missbraucht werden können für politische Zwecke. Und wir haben auch das Buch in unserem Shop. Vielleicht hier nochmal der Hinweis: Unter shop.infokrieg.tv haben wir das Buch von Daniele Ganser. Eines der einzigen akademischen ausführlichen Werke über Gladio, das Terrorprogramm in Europa, die Gladio-Zellen, die Stay Behind Army. Das Buch heißt, glaube ich, NATO, Geheimarmeen in Europa. Es listet die bekannten, nachvollziehbaren, dokumentierten Fakten auf in einzelnen Ländern getrennt. Also Deutschland, es gibt ein Deutschland-Kapitel, ein Österreich-Kapitel, ein Schweiz-Kapitel, ein Spanien-Kapitel, ein Frankreich-Kapitel. Und jedes Kapitel lässt einem die Haare zu Berge stehen, sehr, sehr aufschlussreich. Und wir können dadurch eben die Diskussion erweitern, wir können den Faktenpool erweitern, Leute beeinflussen, damit uns eben dieses Szenario nicht blüht. Erinnern wir uns, was die RAND Corporation, einer der elitärsten Thinktanks in den USA und weltweit, was die RAND Corporation uns mitteilt in TV-Dokus. Sie sagen, das Wahrscheinlichste, was passieren wird, ist eine kombinierte Attacke, eine Hacker-Attacke, die Leute auf die Straße treibt, weil der Strom ausfällt, oder eine Hackerattacke, die die Polizei und Feuerwehren lahmlegt, in Kombination mit einer regulären Terrorattacke, sei es nun nuklear oder biologisch oder chemisch, um mehr Leute zu töten. Also all diese Dinge können hier auftauchen.
und diesen Bündnisfall auslösen. Und dann sehen wir halt eben Checkpoints, an wichtigen Verkehrsknotenpunkten sehen wir dann militärische Checkpoints. Und ihr draußen, ich muss dann anhalten und das Auto durchsuchen lassen und es werden dann Fragen gestellt. Dein neuer elektronischer Personalausweis wird gecheckt. Und all diese Dinge. Und wann auch immer die Regierung es will, kann sie eine Ausgangssperre verhängen. All diese Dinge, die eben das Kriegsrecht mit sich führt. Eine völlige Umkrempelung der Rechtsstaatlichkeit. Es gab noch nicht ein einziges großes Anti-Terror-Notstandsgesetz in der modernen Zeit, das jemals wieder abgeschafft worden ist. Und auch interessant, im Falle einer Naturkatastrophe kann dieser Bündnisfall greifen. Wie wir gleich sehen werden, beherrschen die Streitkräfte der USA und wahrscheinlich auch all andere NATO-Staaten, beherrschen, wie auch die Russen und die Chinesen, diverse Formen der Wettermanipulation. Und da wird es richtig, richtig interessant. Dann heißt es hier, wir haben schon eine Zusammenarbeit der europäischen Staaten in Bezug aufs Militär. Wir haben eine deutsch-französische Brigade 89 gegründet, den Eurocorps in Straßburg, Deutschland, Frankreich, Belgien, Spanien, Luxemburg, das European Airlift Center in Eindhoven, hervorgegangen aus der 2001 gegründeten European Air Coordination Cell und so weiter und so weiter und so weiter. Also all diese Dinge existieren bereits. Und das Ganze soll übergeführt werden in diese zentrale EU-Armee. Und man sagt hier am Ende des Dokumentes, mit diesem Titel hier, ja, wir wissen, das Ganze wird nicht von heute auf morgen passieren, sondern wir planen langfristig auf 20, 30 Jahre. Deswegen will man in Deutschland auch die Wehrpflicht abschaffen, dass halt nur EU-treue Berufssoldaten, Leute, die am besten seit dem 18. Lebensjahr, die halt wegrekrutiert wurden, Le Kids, die keine Ahnung haben von irgendwas, dass man diese jungen Leute in diese EU-Armee holt. Man will ja ein neues Zentrum ausbauen, europaweit für europäische militärische Führungskräfte. Man formt diese Leute bis zum ultimativen Grad und stellt somit sicher, dass diese Leute keine andere Agenda jemals vertreten werden. Hier heißt es, die Europäische Verteidigungsagentur EDA ist ein Schritt in diese Richtung. Sie sollte verhindern, was in multinationalen Projekten der Vergangenheit gelegentlich das Problem war. Unterschiedliches Gerät, passt nicht alles unbedingt zusammen. Also der Franzose konnte nicht die Munition tauschen mit dem Spanier. Aber man hat ja mittlerweile eigentlich viel schon standardisiert. Und es heißt, wir brauchen ein europäisches Lufttransportkommando. Ein Ministerrat für Militärfragen in der EU, einen Verteidigungsausschuss im Europäischen Parlament, eine europäische Militärakademie oder Universität, ein baltisches Marinehauptquartier, gemeinsame militärische Weltraumprogramme, Spionagesatelliten und vielleicht auch modernere Formen wie Wetterbeeinflussung und HARP-Technologien. Und das heißt, die Gendarmerie der Europäischen Union, also die Eurogenfor, in dem Hauptquartier in Vicenza, einsatzfähig seit 2006, soll weiter ausgebaut werden. Man spricht ja auch noch Deutschlands Sonderrolle an. Und das heißt, ja, Deutschland haben immer noch diese blöde Trennung zwischen Polizei und Militär. Und da müssen wir irgendwie gucken, wie die Deutschen einen Beitrag leisten können, bis sie irgendwann komplett geschluckt werden. Also wir geben wieder ein Stück unserer Souveränität auf. Deutschland wird aufgelöst, wie jeder andere Staat aufgelöst wurde. Es gibt diese Staaten eigentlich so gesehen nicht mehr. Denn ein Staat, der keine Kompetenzen mehr hat, weder über die Grenzen noch über die Verteidigung, über die Zuwanderung, sonst irgendwas, ein Staat ist kein Staat mehr. Also wir haben ja eine Auflösung der Staaten. Jeder, der sich mit der Materie ein bisschen auskennt, weiß das. Trotzdem, in den Massenmedien ist es immer noch eine Art Verschwörungstheorie. Luftraumüberwachung in der Europäischen Union, ein gemeinsames Wehrrecht, eine gemeinsame Wehrordnung. Eben ein europäischer Verteidigungskommissar, der dann irgendwie die europäischen Verteidigungsminister anführt. Das heißt, die Rolle der Nuklearstreitkräfte Frankreichs und Großbritanniens in einer integrierten europäischen Armee ist zu diskutieren. Also wir haben dann Nuklearwaffen und alles und wir sind dann völlig bereit, um eben Bedrohungen in der Zukunft zu bekämpfen, soll heißen, entweder
legitime Staaten, Bewegungen zu bekämpfen, die sich nicht unterwerfen, oder man bekämpft halt eben künstlich geschaffene Feinde, einfach damit ein Krieg da ist, weil ansonsten läuft diese ganze Zentralisierung nicht wirklich warm. Das heißt, am Anfang waren auch nicht alle EU-Staaten beim Euro mit dabei, aber irgendwann haben wir sie alle bekommen. Das heißt, wir wollen